Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen im Rathaus zur Veranstaltung unserer Fraktionsgemeinschaft SOS Linke Plus. Ich bin Thomas Adler, einer Ihrer beiden Fraktionsvorsitzenden, zusammen mit Hannes Rockenbauch, einer Veranstaltung zu einem buchstäblich brandheißen Thema, dem Brandschutz im geplanten Tunnelbahnhof Stuttgart 21. Auslöser für unsere Veranstaltung war die Ankündigung in den Stuttgarter Medien, dass im UTA, im Umwelttechnikausschuss des Stuttgarter Gemeinderats, eigentlich am 3. März die Bahn ihr beim EBA eingereichtes Konzept zum Brandschutz hätte vorstellen sollen. Bekanntlich hat es ja nicht stattgefunden. Wobei wir, wie wir hier sind, uns wahrscheinlich alle darüber einig sein dürften, dass genau das ein Thema ist, bei dem die Öffentlichkeit breitestmöglich informiert und beteiligt werden muss und eine nicht öffentliche Bewertung und Entscheidung im Verwaltungsapparat des Eisenbahnbundesamtes nicht ausreichend und völlig indiskutabel ist. Wir haben also den Brandschutzbeauftragten der Deutschen Bahn, Herrn Bieger, und Herrn Eppinger von der Brandschutzdirektion der Stadt Stuttgart eingeladen, heute Abend dieses Konzept bzw. die Bewertung dieses Konzeptes aus Sicht der Brandschutzdirektion vorzustellen. Christoph Engelhardt, Wikireal.org, bestens bekannt bei uns als scharfsinniger Analytiker der Papiere und Thesen der Bahn, und Hans Heidemann von den Ingenieuren 22 hatten die Möglichkeit, dieses beim Eisenbahnbundesamt eingereichte Konzept zu sichten und zu analysieren. Wir haben beide deshalb gebeten, die Ergebnisse ihrer Analyse hier ebenfalls vorzustellen und mit den Herren Bieger von der Bahn und dem Herrn Eppinger von der Brandschutzdirektion zu diskutieren. Leider haben sowohl der Herr Bieger als auch der Herr Eppinger letztlich abgelehnt, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Der Herr Bieger ließ uns wissen, es gäbe zum Brandschutz noch keinen neuen Arbeits- und Sachstand, der aus Sicht des Kommunikationsbüros im Kreis der eingeladenen Gäste diskutiert werden müsste. Einen neuen Sachstand gibt es allerdings aus unserer Sicht sehr wohl. Zum neuen Brandschutzkonzept wurde 2010 beim EBA eine Planänderung beantragt, die 2013 um die Fluchttreppenhäuser ergänzt worden ist und 2014 in der Entrauchungssystematik völlig verändert wurde, was bisher überhaupt kaum in der Öffentlichkeit bekannt ist. Und jetzt soll das neue Konzept vom EBA genehmigt werden. Also gibt es mehr als einen Grund, dies öffentlich zu klären. Herr Eppinger von der Branddirektion Stuttgart sagte die Teilnahme sinngemäß mit dem Argument ab, dass es zu früh sei, die eingereichten Konzepte der Bahn bewerten zu können, weil ein ganzheitliches Brandschutzkonzept im Detail von der Bahn bisher noch gar nicht vorgelegt worden sei. Das läge dann erst mit der Ausführungsplanung vor und wäre erst dann sinnvoll zu bewerten. Die Stadt Stuttgart hat aber als Träger öffentlicher Belange durch die Branddirektion Stuttgart dieser Planänderung zugestimmt, sodass sie jetzt laut Eisenbahnbundesamt genehmigungsfähig sei. Uns und die Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger interessiert auch nicht das letzte Detail dieser Brandschutzkonzeption, sondern dieser Nachweis der Machbarkeit. Und das würden wir eigentlich auch von der Brandschutzdirektion erwarten, dass sie ihre Zustimmung hierzu erläutert. Wir bedauern diese Absagen. Glücklicherweise haben wir mit Christoph Engelhardt und Hans Heidemann Referenten, die die Vorhänge von diesem Planänderungsantrag lüften können und dies sicher mit der gewohnten analytischen Schärfe auch tun werden. Und wir freuen uns, dass wir mit Herrn Brandoberamtsrat Johannes Frank, einen weiteren Fachmann für brandheiße Brandfragen gewinnen konnten, der über Aspekte sprechen wird, die wichtig, aber bisher noch gar nicht breit diskutiert worden sind. Applaus
Und unsere Referenten und Sie, meine Damen und Herren, wird mein Kollege Hannes Roggenbauch durch diese Veranstaltung führen. Und gleich an dieser Stelle möchte ich Sie herzlich darum bitten, dass solche Veranstaltungen weiterhin möglich sind, dass Referenten die Stundenarbeit in diese Analysen stecken, weiterhin daran arbeiten können, möchte ich Sie herzlich bitten, am Ende der Veranstaltung, wo Spendensammler an der Türe stehen werden, auch dazu beizutragen, dass das alles weiterhin möglich wird. Und ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Veranstaltung und uns und dieser Stadt oben bleiben. Hallo zusammen und auch einen schönen guten Abend von mir. Ich habe das Vergnügen, Sie, euch alle durch die Veranstaltung hier so ein bisschen zu moderieren. Damit ich mir bei diesem brandheißen Thema nicht die Finger verbrenne, machen aber am besten die Kernthesen, so haben sich unsere Referenten gewünscht, die Referenten jetzt kurz selber, damit sie einen kurzen Überriss des Abends kriegen. Und deswegen würde ich einfach unsere Referenten jetzt kurz hier vorbitten, dass sie kurz ihre Hauptthesen erläutern. Frank, kommst auch einfach alle zu dritt nach vorne kommen und ihr stellt mal kurz dann als Einleitung vor, bevor wir dann ausführlich in die Vorträge einsteigen werden. Christoph Engelhardt von Wiki Real wird den Anfang machen.